Du möchtest das KfW-Startgeld beantragen und fragst dich, was muss alles getan werden, damit der Antrag erfolgreich wird? Dann bist du hier richtig bei diesem Video, wie man das KfW-Startgeld richtig beantragt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr bundesweit mehr als 300 Unternehmen dabei, erfolgreich Fördermittelanträge zu stellen und erfolgreich zu wachsen oder auch später das Unternehmen zu verkaufen. Und das KfW-Startgeldprogramm ist ein ganz wichtiges Programm. Nun, warum? Weil in den Richtlinien steht, dass man es theoretisch ohne Eigenkapital beantragen kann und weil die KfW selbst bis zu 80% in die Bürgschaft für dich eintritt. Wer kann nun dieses Förderprogramm überhaupt beantragen? Grundsätzlich ist es so, dass jeder Einzelunternehmer, egal ob er Gewerbetreibender ist oder Freiberufler ist, den Antrag stellen kann. Es ist auch völlig egal, welche Rechtsform, ob es eine Gesellschaft ist oder ein Einzelunternehmen ist, vorliegt. Entscheidend ist nur, dass das Unternehmen nicht älter als 5 Jahre sein darf. Das heißt, alle Unternehmen, die gerade gegründet haben oder 3 oder 4 Jahre alt sind, können einen Antrag stellen. Es sei denn, dass einer der Gesellschafter oder der Antragsteller selbst noch ein zweites Unternehmen hat oder woanders beteiligt ist. Dann handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen. Es handelt sich nicht mehr um eine Existenzgründung, weil ja einer der Antragsteller oder du selbst schon eine Existenzgrundlage hast. Das heißt, die zweite Gründung wäre dann eine Unternehmensgründung. Und die wird von der KfW nicht mehr gefördert, sondern sie dient alleine der Errichtung deiner ersten Existenzgrundlage. Es sind leider auch all diejenigen ausgeschlossen von der Förderung, die kein echtes Wirtschaftsunternehmen aufbauen, was eine Gewinnerzielungsabsicht hat, Arbeitsplätze schafft, viel Steuern bezahlt. Zum Beispiel werden alle Vereine abgelehnt oder alle gemeinnützigen UGs oder GmbHs. Wenn du beispielsweise eine Kita gründen willst und gründest dafür einen Verein oder eine GUG, dann erhältst du das KfW-Startgeld nicht. Der 5. Punkt, auf den du achten solltest, wenn du das KfW-Startgeld beantragst, ist das Vorhandensein der Kreditwürdigkeit. Und zwar von dir und allen anderen Gesellschaftern, die gemeinsam den Antrag mitstellen. Denn wenn deine Schufa negativ ist oder von einem Geschäftspartner, dann wird das abgelehnt. Zur Kreditwürdigkeit gehört aber auch noch viel mehr. Es gehört dazu, dass du keine Steuerschulden hast. Das heißt, wenn du die Auskunft vom Finanzamt bekommst in Sachen Steuern, dann sollte das positiv aussehen, denn diese Mittel werden durch Steuern finanziert und du kriegst keine Steuermittel, wenn du selbst Steuern schuldest. Der 6. Punkt ist, dass dein Kapitalbedarf korrekt ausgerechnet ist. Denn im Programm steht zwar, dass du 100.000 Euro bekommen kannst, aber tatsächlich sind davon nur maximal 30%, also 30.000 Euro kannst du maximal nur an Betriebsmittel bekommen. Wenn du jetzt ein klassisches Startup bist, was vielleicht nur Marketingkosten, Personalkosten und Fixkosten vorfinanzieren will, dann kriegst du eben nicht 100.000, sondern nur 30.000. Und der Rest, diese 70.000 Euro, die sind dann für Investitionen gedacht. Und das kannst du nur ermitteln, wenn du ganz genau deinen Kapitalbedarf vollständig aufgelistet hast. Der 7. Punkt ist, dass deine Unterlagen nicht nur 100% vollständig sind, also der Finanzplan ist vollständig über 3 Jahre monatlich. Auch dein Businessplan-Text oder besser Kreditantrag formuliert ist 100% vollständig. Alles ist drin enthalten. Und auch der 3. Teil, die Anhänge sind vollständig. Und da sind nicht nur die Lebensläufe drin oder Zeugnisse, Zertifikate, sondern auch die Musterverträge und Angebote für die Investitionen, die du hast. Vielleicht ein Standort, vielleicht ein Mietvertrag. Alles muss vollständig sein. Und das Entscheidende ist, du kannst dann damit nicht direkt zur KfW gehen, sondern du musst erstmal über eine Hausbank gehen, die Vollständigkeit prüft und zuletzt auch mit 20% in Risiko geht. Und erst wenn die Hausbank überzeugt ist oder eine Hausbank überzeugt ist, du kannst dir die aussuchen, dann stellt die Hausbank bei der KfW den Antrag. Selbst kommst du dort gar nicht hin. Wenn du dabei Unterstützung brauchst bei der Erstellung der Unterlagen, sprich auch ein Template brauchst für einen Finanzplan und einen passenden Kreditantrag, also die Vorlage für den Textteil des Businessplans, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir beraten bundesweit mit über 40 Beratern und helfen dir dabei, viel Zeit zu sparen und erfolgreich den Antrag zu stellen. Und wir helfen dir auch dabei herauszufinden, ob das KfW-Startgeld, ob das richtige Programm ist. Denn es gibt viele hundert, viele tausend Programme, die dann alternativ geeignet sind. Und was du dir auch merken solltest, ist, dass zwar 100.000 Euro die Obergrenze ist, es sei denn, du hast 2 oder 3 Gesellschafter im Boot, dann können es auch 300.000 sein bei 3 Gesellschaftern, vorausgesetzt, alle sind Geschäftsführer und haben mehr als 10% Firmenanteile. Ich lade dich nun ein, den Clip mit einem Daumen hoch zu liken, gerne den Kanal zu abonnieren. Und wenn du Unterstützung brauchst bei der Erstellung der Unterlagen,
Dann vereinbare einfach ein kostenfreies Erstgespräch. Und wir zeigen dir genau auf, was du brauchst und wie wir dich dabei unterstützen können, den Antrag so gut zu machen, dass er bei der KfW auch bewilligt wird, wenn du alle Voraussetzungen erfüllst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.